Einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder auch Abend, wann ihr auch das Video hier seht. Heute mal Movie Day und zwar The Nun. Bloß diesmal nicht in Kritikform und das habe ich mir sehr gut überlegt, denn heute ist es meine persönliche Meinung über diesen Film, weil ich der Meinung bin, dass dies besser wäre. Und ich spreche hier schon mal ganz klar eine sehr, sehr, sehr dicke Spoilerwarnung aus. Denn ich werde hier den Film in seine kleinsten Einzelteile zerlegen, um besser darauf eingehen zu können, was mich so an diesem Film stört. Und das erste, was ich dazu sagen möchte, ist: Danke an all die Pisser aus Mönchengladbach und Umgebung, die mir diesen Film nicht nur, ja, die haben alles versaut. Da will ich mich gar nicht drauf festlegen, was, ob es die Atmosphäre war oder sonst was. Man war genervt in allen Punkten. Und danke. Ihr seid der Grund dafür, dass Kino aussterbt. Punkt. Brauchen wir gar nicht weiter reden. Ihr seid die Assis, die ich am liebsten bei Netflix und Co. sehen würde, damit ich mir diese Leute nicht auch noch im Kino reinziehen muss. Ihr seid die Zielgruppe für Netflix und niemand anderes. Denn wenn ihr bei Netflix landet, dann haben wir unsere Ruhe, die ins Kino gehen wollen und können dann gemütlich auch den Film genießen, der da gerade läuft. Also dann fangen wir mal an, ja, mit diesen Leuten, was haben sie denn so Schönes in diesem Fall verbrochen? Gequatscht. Fake-Kichern und Fake-Erschrecken inklusive. Ja, dann wurde tausendmal durch aufs Klo gerannt. Leute, entweder man weiß, dass A, die Cola gestreckt ist und B, das Popcorn irgendwo ein bisschen salzig sein könnte, damit ihr trinkt, was sie aufeinander aufbaut, dann ja. Dann seid ihr gut beraten und guckt, dass ihr zuerst das Popcorn esst und dann in Mitte bis letztes Drittel des Films dann die Cola trinken. Nicht früher. Und zu empfehlen wäre noch das letzte Drittel. Nicht früher. Nicht am Anfang, nicht bei der Werbung. Und bei der Werbung wird sowieso nicht gegessen oder getrunken. Ihr wollt doch was vom Film haben, oder? So, die hätten wir abgehakt. Dann geht's jetzt weiter mit dem Film. Was mir jetzt während der Zeit, eigentlich sollte dieses Video schon sonntags online gehen, ist aber leider nicht passiert, bin aufgehalten worden. Private Gründe. Auch danke dafür für den von dem Typen, der das verursacht hat, aber naja. Egal. Achtet mal am Anfang bitte auf das Jahr, wo das Kloster zerstört worden ist. Das würde mich mal interessieren. Bei mir ging es leider durch Störungen und nicht genaues Achten des Datums. Weil es auch sehr kurz war, ging es sehr schnell an mir vorbei. Aber vielleicht können wir dann noch mehr Sachen hier rausholen in den Kommentaren, um das zu diskutieren. Kommen wir doch jetzt auf das Sachliche, wo wir das jetzt alles mal ein bisschen angefangen haben. Fängt eigentlich schon bei den Sachen an, direkt zu Anfang. So. Oh, es
Die Vorgeschichte ist abgehandelt, das Kloster ist unser Schauplatz. Wir kriegen unsere beiden Hauptcharacters, generisch wie sonst was, kriegen wir vorgestellt. Und dabei ist wichtig zu erwähnen, das Kloster hält sich hier A bedeckt und B ist der Typ, den sie schicken, der Exorzisten-Motherfucker schlechthin. Also Supernatural, ja? Dean und Sam Winchester lassen hier wirklich grüßen. Hat man zumindest gedacht, weil er es auch so anpriest. Ja, wir sind für das Paranormale, Geistergeschichten, sind wir zuständig. Und als ich diese Umschreibung schon hörte, dachte ich, oh Gott, was soll das denn? Denn der ganze Film über wird damit zerstört. Sämtliche Momente, wo ein bisschen Stimmung aufkommen könnte, werden dadurch zerstört, dass hier Flachwitze gemacht werden. Dazu später aber mehr. So, wir haben also unseren super krassen Exorzistentypen und der soll dann mit einer jungen Dame, die noch nicht Nonne ist, dann da hinreisen und diese paranormalen Aktivitäten untersuchen. Jetzt übernachten, kriegen die beiden sehr wichtig, bei ihrer Ankunft gesagt, die sind in dem hinterletzten Dorf, also Steinzeit schlechthin. Jetzt kommen die ins Schloss und ey, geht dahin, dann könnt ihr da übernachten, weil geht sonst nicht so, kommen wir nicht drum herum. Wir haben Gelübde abgelegt, etc. Das erlaubt uns dann nicht zu sprechen. Gut, machen wir so. Und ja, erste Nacht, das erste Ding, was passiert. So richtig. Und ja, das Radio geht an. Ich habe in der gesamten Zeit des Films nicht eine Steckdose, kein Lichtschalter, nichts entdeckt. Sehr wichtig wird das vielleicht auch in Bezug auf das Datum, wann das alles, ne, denn gespielt hat. Wird das vielleicht noch ein bisschen wichtig, aber auch Fakt ist zu Anfang, das Gemäuer wurde in diesem Krieg zerstört, der da auch zelebriert wird. Also da sind Schäden einhergegangen. So, und es sieht nicht danach aus, als wenn das renoviert werden könnte. Das heißt, da müsste auch irgendwann Schaden entstanden sein bei den Leitungen oder sonst was. Ist alles nicht passiert. Dieses Radio geht urplötzlich an. Jetzt kommen wir noch zur nächsten Sache. Soweit ich weiß, streng gläubigen Klostern ist es untersagt oder da wird es einfach nicht geführt, dass da ein Radio ist. Kenne ich nicht, wüsste auch nicht, dass es sowas gibt. Zumal nicht so in der frühen Zeit um den Zweiten Weltkrieg, denke ich mal rum. Gab es einfach nicht. So, und was macht also dieses Radio da? Es wird auch nie gesagt, warum dieses Radio da ist. Aber plötzlich springt es an, damit man sagen kann, Geisterstunde, hier passiert gleich was. Total dumm. So, konnte ich nichts mit anfangen. Ist es so, dass in der nächsten Szene, wie man sieht, der Exorzist sieht den Jungen, den er exorziert hat. Ein fehlgeschlagener Exorzismus in seinen Augen. So.
läuft dabei natürlich so dumm, wie der ist, in die blödeste Falle, die man tappen kann und kann sich nicht verteidigen. Hier gibt es dann später natürlich auch einzelne Szenenkämpfe mit Besessenen und Paranormalen, wo der Exorzist gefühlt gar nichts tut, außer gerade mal so seinen Arsch zu retten. Später wird ihm dann knapp das Gesicht beinahe aufgeschlitzt, so mit den Spaten. Und nur um ein bisschen zu zelebrieren, yo. Hier, das war knapp. Szene auch total schwachsinnig. Braucht kein Mensch. Dann kommen wir nach dieser Nacht endlich zum Kühlhaus, zu einer gefundenen Leiche. Die sitzt urplötzlich, gruselig. Witzig. Die Nonnen haben eine Tür direkt zu diesem Kühlhaus, wo die Leiche drinnen bewahrt worden ist, damit sie nicht so schnell zerfällt. Jetzt sitzt sie da plötzlich, aber die Nonnen können da jederzeit rein. Das bedeutet, eine der Nonnen könnte sich gedacht haben: jetzt liegt die da so, sieht aber nicht sehr nett aus, da können wir sie vielleicht hinsetzen. Bisschen dumm so, ne? Und ja, dass man den Nonnen das nicht erklärt, noch dümmer, aber wird gar nicht erst erwähnt, sondern oh, habe ich nicht dahingesetzt, sondern die lag auf dem Boden, sehr gruselig. Und siehe da, bewegt sich. Naja, dann passiert erstmal sinnvoll gar nichts. Die Handlung soll vorangetrieben werden, aber hängen geblieben ist davon nicht. Die Nonne, alles Kontext dahingeschmissen. Spulen wir direkt vor zum Showdown, denn da passieren noch mal ein paar schöne Dinge, die ich hier dann doch ganz gern erwähnen möchte. Und zwar nach x weiteren Flachwitzen ist der Junge, der unsere beiden Helden dahin gebracht hat, diesem Schloss zur Burg, ist wieder abgehauen und kriegt aus seinem Dorf plötzlich mit, dass sich ein junges Mädchen erhangen hat aus seinem Dorf, und er erzählte ja tiefste Steinzeit, und jeder kennt irgendwie jeden dann wohl auch noch. Und der Witz ist, er kriegt es als letztes mit. Und ja. Komisch. Aber gut, kann ja mal passieren. Man war ja auch zwischenzeitlich weg. Da müsste noch mal genauer hingehört werden, wann sie sich denn erhangen hat. Fand ich aber schon ein bisschen komisch, und sofort düst er dann los zum Kloster, zu dieser Burg, und ja, eilt unseren Freunden zur Hilfe, wo der Exorzist wieder mal in der Klemme steckt und von der Leiche angefallen wird. Jetzt kommt der Kniff daran. Der Junge kommt dann von hinten und hat natürlich ein Gewehr dabei und schlägt die besessene Leiche K.O. Und der Exorzist sagt daraufhin: Junge, das nächste Mal schieß direkt. Was selbst für einen Exorzisten keinen Sinn macht. Für niemanden auf der Welt. Denn Leiche
ist schon total verwest, da geht alles durch. Heißt, hätte der ja da durchgeschossen, wäre nicht nur die Leiche Matsche gewesen, die besessene Leiche. Nein, der Exorzist auch. Wer hätte das gedacht? Hätte ja niemand kommen sehen können. Also, ne? Nur mal so nebenbei. Geht aber noch weiter. Ein paar Szenen später schießt der Kerl in einer besessenen Leiche ins Gesicht und sagt daraufhin, ich dachte, es wäre ein angemessener Zeitpunkt zu schießen. Leute, Füße hoch, war ein Flachwitz. Und diese ziehen sich durch den gesamten Film. Es gibt nie eine Horrorsequenz ohne diese blöden Flachwitze. Toll. Jedes Mal raus, braucht kein Mensch, ist auch wieder geschenkt. So, dann geht das Ganze so langsam den Ende hinzu und bis hierhin war zumindest noch die Kulisse super gewesen. Also so diese Burg, das Kloster macht einen super Eindruck auf mich. War gut gewählt. Muss ich hier mal ganz kurz loben, bevor ich jetzt hier weiter mich in Rage rede. Aber ansonsten ist davon nichts geblieben. Am Ende erfahren wir, dass die Nonne die beiden ganze Zeit nur durch Visionen oder Illusionen gejagt hat, ja? So. Kurz vor dem Showdown fällt mir gerade hierzu ein, gehen die drei in unterschiedliche Richtungen. Wie blöd kann man eigentlich sein, sich aufzuteilen, wenn man weiß, dass der Gegner mächtig ist und wir eine Frau, die handzahm ist und nichts anderes kann als wie Visionen haben, von der man bis zum Ende hin nicht weiß, was sie da eigentlich wirklich soll, außer dass sie Visionen hat und auch nie so richtig zeigt, was kann sie eigentlich? Und, ne? Also, sorry, außer, oh, ich bin ein guter Spürhund und ich könnte jetzt hier Visionen haben. Vielleicht gibt uns das Aufschluss. Dann nichts. So. Und selbst diese Visionen sind dahingeschissen. Sorry, aber, ne? Da bringt das auch nichts, wenn man sich dann noch aufteilt. So, dann haben wir einen Schisser von Frauenheld, der versucht zumindest zu helfen, und einen Exorzisten, der zu einer Special Forces Einheit des Vatikan gehört, der nichts kann, außer sich gerade so aus der Misere retten. Wow, was für ein Trupp! Die sollen paranormale Aktivitäten untersuchen. Ja. Im Endeffekt, wie gesagt, erfahren wir dann, dass die Nonne die drei irgendwie nur durch oder bei, keine Ahnung, durch Visionen gejagt hat und dass alles ja gar nicht so real war, wie es schien. Gut, jetzt könnte man meinen, ja Mann, dann machen wir sie jetzt platt. Wir haben ihr Geheimnis entdeckt. Alle klar. Können wir jetzt mit umgehen? Nein. Natürlich kommt wieder alles anders. Und wir bekommen noch mehr Mist. Im Endeffekt wird dem Exorzisten ein Auge ausgebissen. Wenn die Nonne jetzt aber nur mit Visionen arbeitet oder wie, dann
Warum hat der am Ende des Films immer noch dieses scheiß Auge raus? Ich kapier's nicht. Ja, also alles irgendwie für den Arsch. Eigentlich hätte nichts passieren können. Und ja, im Endeffekt ist doch was passiert. So, dann kommt die Abschlussszene und wir merken, oh, unser strahlender Weiberheld. Er ist besessen, weil umgedrehtes Kreuz im Nacken. Wow. Und somit wird dann der Kreis durch eine Abschlusssequenz zum ersten Teil wird dann geschlossen und auch wieder dahingeschissen. Ergibt überhaupt keinen Sinn und wenn doch dieses Relikt, von dem ich noch gar nicht erzählt habe, dass es das gibt, aber was auf jeden Fall im Film erklärt wird, was die Nonne dann im Endeffekt besiegt hat, ja, ich versuche gerade verständlich, aber nicht zu spoilerhaft diese Stelle zu erklären. Also da gibt es ein Relikt mit Jesus Blut drin. Das will die Nonne haben und wahrscheinlich auch zerstören. So, deswegen, die wurde damals schon damit versiegelt, ist aber jetzt ausgebrochen. So. Im Endeffekt aber im Showdown geht die alten, die noch nicht Nonne Vision haben, eine Frau, Tussi, sucht euch was aus. Ich will jetzt hier nicht zu sehr beleidigend werden, obwohl der Film das durchaus verdient hätte. Ja. Nimmt dieses Gefäß und irgendwie geht sie hin durch Loch, Golfball groß, holt sie Jesus Blut, nimmt das in den Mund, irgendwie ohne dass die Nonne es gesehen hat. Ja, das mit dem Rausholen, okay, aber wie hat sie es in den Mund genommen und wieso nimmt man sowas in den Mund? Hätte man es ihr einfach nicht einfach ins Gesicht schmeißen können oder so? Ekelhaft. Will kein Mensch. So. Ja, aber im Endeffekt passiert das alles und alles ist große Grütze. Von dem Charme beziehungsweise diesen Gänsehaut-Effekt, den ich hatte, als ich Conjuring 2 gesehen habe, ist nichts mehr übrig geblieben. In Conjuring 2 saß ich bei dieser Visionenszene da und ich habe Gänsehaut bekommen. Ich hatte wieder mal das Gefühl, hier ist der Ansatz sehr gut, hier ist er wichtig und bitte mehr davon. Und am Ende wurde auf all diese minimalistischen, wirklich nur Wünsche wurden geschissen, draufgekackt und ab in die Tonne. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute, aber ich find's unverschämt. Ich find's schlimm. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, aber es ist eine Frechheit, was da passiert ist. Denn, hier wurde sehr viel Potenzial liegen gelassen, weggeschmissen, was auch immer, damit es so viele Leute wie möglich anspricht wahrscheinlich. Und im Endeffekt kann ich dazu, auch wenn das jetzt viel durcheinander wahrscheinlich war und sehr viel auf einmal, komme ich zu dem Fazit, guckt euch den nicht an, lasst ihn im DVD-Regal verstauben. Da, wo
dieser Film hingehört oder noch besser irgendwann aus diesem Regal noch rausgenommen und in die Tonne geworfen. So, von den Mitarbeitern. Weil dieser Film lohnt echt nicht. Wenn jemand den gucken möchte, ja, dann wirklich nur um seine Freundin, die Angst vor Horrorfilmen hat, mit ein, zwei Jumpscares zu beeindrucken und dann in den Arm zu nehmen, so wie früher DVD oder Filmeabend, weißt du, zu Hause, wo Mama und Papa noch ein Auge drauf hatten und man das erste Mal Küsschen gegeben. Dafür würde ich ihn vielleicht noch gutheißen, aber selbst da wird der Kerl sich eher langweilen oder umgekehrt, je nachdem, wer von beiden der Angsthase ist. Wir wollen ja hier niemanden diskriminieren. Und ja. Ansonsten taugt der Film zu überhaupt nichts. Und damit bin ich heute leider durch mit dem Ganzen. Und meiner Geschichte, wie ein Film, wie auch das Publikum mir diesen Film verdorben haben. Ich bin raus. Ich bin euer Open Beta. Liken, teilen, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.